So, damit geht es auch dann direkt weiter mit der nächsten Folge. Quasi Folge 2 jetzt für mich heute. Und genau, letzte Folge, da haben wir wirklich super viel an, ja, Progress halt nicht direkt, aber wir kamen weiter, kann man es mal so formulieren irgendwie. Wir haben unseren Schaden gesteigert, wir haben unsere Level-Geschwindigkeit gesteigert. Und allgemein, glaube ich, läuft das doch relativ gut eigentlich. Also es läuft. Es läuft mehr als zufriedenstellend. Und insofern, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wir brauchen, wie gesagt, noch ein Set. Set wäre sehr wichtig. Ich kann auch mal einen Flourish schauen, aber ich muss dafür erstmal Sachen verkaufen. Uff. Warum sind die so tanky? 25 KHP? Oh, Stamina Ring. Nice. Ja. Aber ich meine, ja, wir bräuchten halt mehr MP, also volle MP immer. Ein Refresher Hole ist halt so teuer einfach. Ich weiß nicht, wie andere Spieler das machen. Also die machen es bestimmt irgendwie, aber wie? Warte, wenn ich die Bombs hier mache. Okay, 8K Damage. Okay, wisst ihr was, wir casten die einfach. Nein, Link Attack ist aus. Naja, okay. Oder habe ich gerade gekrittet? War das gerade ein Skill-Crit? Oder spinne ich jetzt? Nee, ich glaube, ich habe ihn verschaut. Das war definitiv kein Crit. Das kann kein Crit gewesen sein. Das wäre. Nee, das gibt's auf Mistralia, aber nicht hier. Ich glaube, es ist einfach nur der Effekt, der halt so aussah, aber halt nicht mehr. Prozent. Ja, also vielleicht schaffen wir nur Level 70, keine Ahnung. Warte mal, es gibt doch hier noch dieses Achievement-System. Wiki-Monster. Ah, Dropraten. Okay, Silica, Young Silica, wie auch immer hier. Beziehungsweise erstmal eine Gig. Was macht eine Gig eigentlich generell? Er droppt 100.000 Penia, okay. Sunstone, Moonstone. Karten. Okay, kann er wirklich alles droppen. Genau. Können die hier auch alles droppen? Ein bisschen Spoiler jetzt. Ne, die können nicht alles. Hä? Aber warum? Warte mal, wo war gerade vorher bei Volt? Schon das irgendwie spezielle Volt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Okay, Sparkling Sword haben wir da. Detra. Ach lol. Das sind immer nur bestimmte Mobs, die das droppen. Hier gibt es die Wand. Was ist eine Pre-Neplus Wand? Hä? Item Wiki. Neplus. Ah, lol, okay. Giant Vault, was droppt denn der? Der droppt das auch, lol. Hä, und hä, lol? Aber. Ich verstehe gerade noch nicht wirklich, was, wie das Ganze funktioniert. Wie heißt dieses Ding? Was ist das nicht auch so ein besonderes Ding? Nee, ist das Ding. Okay, das heißt, die Green Monks sind wahrscheinlich die dann die. Hä? Green Monk? Cream Monk? Okay. Die droppen wahrscheinlich dann Hisswaffen oder. Nee, keine Hisswaffen.
Nein, die droppen auch wieder nichts. Ich bin total verwirrt. Okay, letzter Versuch. Carry Bombs. Okay, ich, also, okay. Ist es denn nur so ein... Wenn ich jetzt wüsste, ob es einfach nur so ein einmaliges Ding ist, dass man da halt einfach so ein bisschen an Gear kommt, oder ob man halt das überall dann droppen kann, keine Ahnung. Das wäre halt irgendwie interessant. Aber ja, warte, mir ist eine Psy-Keeper gerade eingefallen. Wir können ja gicken ohne Ende. Wir können ja richtig einfach gicken. Mit Satan. Wir gicken mit Satan. Oh, da ist ein Spieler. Der hat auch 10 Millionen, okay. Ja, interessant. Ja gut, das heißt, aber wie lange hat ein Satan Cooldown? Oh, wir können das spammen. Warte mal, wir könnten jeden Gig in Existenz killen. Wir könnten richtig eskalieren. Wir könnten echt richtig eskalieren. Okay, gut zu wissen. Jetzt schauen wir ganz kurz nach, was diese andere Wand bringt. Das heißt bestimmt nicht Wand, oder das heißt bestimmt wieder irgendein ganz wilder Name oder so. Aha. Doch. Das Ding ist das. 200 Attack, 4 in 200 MP. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich wert ist, das Ding zu farmen. Also wir haben halt wirklich, also wir haben halt gut was gedroppt irgendwie. Die Dropraten, die da drin stehen, die sind immer komisch. Heißt gar nichts. Aber so generell, Ringmaster, nein. Nicht auf den Ringmaster. Ist natürlich jetzt schade, dass wir nichts mehr droppen können. Ich hatte jetzt halt irgendwie gehofft, dass es dann so weitergeht. Aber gut, ich meine, damit haben wir halt wirklich dann, oder damit kann man wirklich dann gutes Anfängergear farmen. Und das ist halt eigentlich dann auch in Ordnung, finde ich. Hätte mich natürlich jetzt noch mehr gefreut, wenn es noch anders gewesen wäre, aber ich meine, im Prinzip ist das auch schon okay. Ja, die Party ist gerade ein bisschen eine Enttäuschung. Ich hätte gehofft, wir würden jetzt halt irgendwie alle Party-Skills kriegen, durchgehen und so, aber leider nein. Ja, das Problem ist, wir müssen ja selbst eine Party dafür machen, aber es fehlt halt nicht mal am Geld, es fehlt halt eigentlich an der Zeit. Die Zeit ist das Problem immer. Das ist das ganz, ganz große Problem. Aber ich kann halt nicht mehr Zeit irgendwie haben oder machen. Ich kann meine Zeit halt nicht vermehren, das ist das Problem. Also ich müsste es theoretisch, ja, aber ich kann es halt nicht. Oh, Link. Eine Minute Party. Was? Not enough MP? Lol, warum? Schlecht? Gott. Ausgerechnet jetzt, wo Link läuft, keine MP. Ja, okay, das wird echt ein Problem. Wir müssen halt irgendwie an MP kommen. Und damit müssen wir halt wirklich auch irgendwann an Geld kommen. Aber da weiß ich halt echt noch nicht, wie wir es am besten machen. Also, ich meine, die anderen Spieler schaffen es ja auch irgendwie und so. Also irgendwie, es geht schon irgendwie. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Also irgendwie muss es halt schon... Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, es gibt definitiv Geld im Umlauf.
Aber wie kriegen die das Spieler das? So, machen wir noch kurz einen Level ab und dann gehen wir nach Flaris. So, perfekt. Gut, dann machen wir noch Flaris, genau. Ringmaß geht aufs Board. Okay. Sport ist sogar 3D, lol. Oh, Teberhelm. Okay, der Preis, ich würde sagen, der Preis ist günstig, aber tatsächlich auch nicht so günstig. Ach ja, Achievements. Event Challenge. Ach, die Dinger, okay. Dungeon Info. Okay, nee. Battle Pass. Ach ja, genau, gibt es die Dinger. Unlocked. Locked, okay. Refresher Hold gibt es hier einmal. Ne, 5 Stück sogar, okay. Und das Ding werden für einen Donate Coin verkauft? Wow. Das ist ja quasi geschenkt. Ach nee, warte, bin ich blöd? Ne, ich bin nicht blöd. Ein Coin. So, dann lass uns mal kurz schnell nachschauen. Megatron. Oh, okay, das ist ein anderes Set. Alice? Nein. Ja, Helm, Gowns und Boots. Aber es bringt uns halt nichts. Das ist halt ein PvP-Set. Schade. Manche Dinge kosten sehr viel, manche sehr wenig. Ich kann das noch nicht ganz einordnen, warum die Preise sich so unterscheiden. Hier auch wieder ein Ding. Ein Coin. Ach genau. Psycon ist HP, Def, STA, what? Okay. Nicht Bildposter, Psykeeper hier. Und zwar will ich nur Armor. Gibt's Sets? Set. Kein Set, okay. Wow, okay, das 90er Set ist wirklich sehr geil. Wir brauchen dringend das 90er Set. Okay, da müssen wir schauen. $500k wird das verkauft? Nein. Teba. Oder was? Fire A für. Achso, 1000 Coins, okay. Ich dachte, 1000 Penia. Hier ist ein Ding. Gynas. Lass uns mal ganz kurz mal schauen, wie viel das ein Ding kostet, das Umtransen. Nee, nicht hier, da vielleicht. Oh, 110k nur, 110k können wir uns leisten. Und wie viel sind das andere? Okay, 66k. 126k. Könnten wir uns leisten? Ja, das ging klar. Achso, was kostet ein Activision? Activation? Ja, 550. Okay. World Boss Scroll. Amplis. Each has left arm. Verrückt. Was ist das hier alles? Stat Fashion? Lol. Okay.
Was kostet denn hier? Lass mal kurz schnell nachschauen. Wir haben hier 5 Coins. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie Geldverschwendung wäre. Und einen Trenzy-Item. Wo ist ein Trenzy? Hier ist ein Trenzy. 30. Oh, okay. 30 ist viel. 30 ist ein bisschen zu viel eigentlich dafür. Ich kann euch nicht wirklich sagen, was der Server hat. Ich glaube, das Coolste am Server ist, dass er halt nichts hat. Es ist halt irgendwie... Es fühlt sich halt... Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es fühlt sich irgendwie so an wie Offi. Ohne direkt Offi zu sein. Aber trotzdem halt irgendwie so ein bisschen diese Vibes auszulösen. Es ist ganz eigenartig irgendwie. Vor allem, wie viele Shops gibt es denn hier? Wie viele Spieler sind online? 600 aktuell, okay. Krass. Ich kann euch sagen, diese 600 sind tatsächlich wahr. Also das ist nicht irgendwie übertrieben oder gefaked oder so. Die sind wirklich, es sind 600, ja. Also das stimmt. Model, nee. Boah, ich glaube, ich muss mich mal offscreen ein bisschen shoppen. Also viele Sachen werden einfach komplett verschenkt. Das ist krass. Ein Shopfinder wäre geil. Ich glaube, ich habe das aber nicht, oder? Private Shop? Oh, lol. Aber auch hier ist wieder nur ein Spieler drin. Ja. Komisch. Boah. Shurian. Also ich bin mir sicher, es wird irgendwo so ein Set verkauft und also ich meine, der Set-Effekt ist ja enorm. Also 30% Attack, 10% okay, PvE-Schaden ist egal, aber 20% Cast, also das ist wirklich, das ist ja krass. Also so kommen auf alle Fälle nochmal ein Set. Und dass sie alle irgendwie verschenken gefühlt, das ist da auch wieder nice. Genau, ja. Okay, das ist erstmal mein Plan. Ich melde mich dann wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe, beziehungsweise, ja, nicht so ganz. Ich melde mich in der nächsten Folge wieder und da bin ich mal gespannt, was ich bis dahin gekauft habe. Es gibt ja scheinbar echt hier schon viel Auswahl. Und alle zahlen diesen Lodi-Coins. Was für Anfänger auf alle Fälle einfacher macht, zumindest wenn die eben donaten wollen. Aber ja, der Handel ist wirklich sehr aktiv. Habe ich jetzt nicht so erwartet. Natürlich habe ich schon die Shops gesehen und so, aber hier ist einiges los. Okay, naja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.